Studio 2. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Studio 2. Heute mit einer grässlichen Rockband aus Hamburg. Und zwar nennen sie sich Das Pack. Hallo, erstmal Pensen und Flotte. Eure Künstlernamen sozusagen. Das sind die Künstlernamen, aber da uns alle so ansprechen, haben wir so langsam auch so charakterlich irgendwie den Bezug zu unserem eigentlichen bürgerlichen Namen verloren. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es ein Künstlername ist, sondern es ist einfach ein künstlicher Name. Ein künstlicher Name, ja. Sehr schön. Ja. Also dann nochmal Pensen Flotze. Schön. Ja. Ja. Ihr habt euch selbst quasi als grässliche Rockband bezeichnet auf eurer Website. War das so ein bisschen die Meinung der Zuhörer oder einfach eine Portion Zynismus? Das ist grässlich, ist eigentlich so ein Mittelding aus granatenmäßig und hässlich. Und ich habe diesen Text geschrieben und kam erst auf granatenmäßig. Aber dann, wie gesagt, das ist ja eine Band. Es ist ja nicht das, was ich ganz alleine mache oder was Flotze ganz alleine macht. Du hättest dann wahrscheinlich bei dir irgendwas anderes Gutes geschrieben. Granatäpfelchen. Granatäpfelchen, sowas. Aber grässlich ist eigentlich so ein bisschen so ein Mittelding zwischen granatenmäßig und hässlich. Und dann ist es grässlich draus geworden. Wie gesagt, also so... Also war mehr eine Wortspielerei sozusagen. Es war eine Wortspielerei. In Wahrheit ist ja auch grässlich einfach ein schönes Wort, wie man so Menschen so beschreiben kann, ne? Oder? Wie findest du das? Grässlich gut. Ja, grässlich gut kann man genauso sagen. Also grässlich jetzt gut. Aus der Sicht von anderen Bands zum Beispiel. Genau, genau, genau. Wir sind sehr bedacht auf Konkurrenz ausstechen. Das ist richtig, ja? Also so, wenn andere Bands uns grässlich gut finden, dann ist das für uns ein Erfolg. Ne? Oder nicht? Mhm. Ja. Wo habt ihr denn einander gefunden? Seid ihr einander irgendwie zugelaufen? Mhm. Oder wie er kam zu mir. Er kam zu mir, er ist ja eigentlich, kann man das hier sagen, im Niedersachsen-Fernsehen, dass du eigentlich Hannoveraner bist. Ja. Selbstverständlich. Aus hier, wie heißt das eine? Norden. Norden. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Zur Not schreibt ihr ihm eine E-Mail, dann erklärt er euch, wo Norden ist. auf jeden Fall kam Flotze aus dieser Stadt nach Hamburg und wollte da wohnen. Und brauchte natürlich jetzt sehr, sehr viele Freunde, zumindest erstmal einen. Und das warst du? Er brauchte erstmal eine gute Band. Ja, er brauchte vor allem eine gute Band. Er ist nämlich eigentlich Bassist, jetzt war das Pack Schlagzeuger, aber das ist eine lange Geschichte, da treffen wir uns auch. Darf er eigentlich auch ohne dich sprechen? Manchmal. Meistens nicht. Wir verteilen auch Nummern. Aber erzähl du mal selber. Also pass auf, das war so. Er kam in der Kneipe da an und hat mich angesprochen und meinte, ich bräuchte unbedingt einen Bassisten, dies und das. Und ich sprach seine Sprache nicht, denn er kommt ja aus Norden. Und da reden die alle so ein bisschen fragwürdig. Jetzt darfst du. Okay. Und dann meinte ich nämlich, bist du erstmal nicht gekommen. Ja, das war eine schöne Zeit. Ich sagte ihm, du brauchst einen Bassisten und das Gute ist, ich ziehe bald nach Hamburg und wir werden gemeinsam eine Band haben. Mhm. Das weißt du noch nicht, aber es wird sehr schön werden. Ja. Und dann war die charmante Antwort, nein, das stimmt nicht, was du redest. Und dann klingelte zwei Wochen später mein Telefon und dann hat er gesagt, wir haben in zwei Wochen ein Konzert, bist du dabei oder nicht? Und dann habe ich gesagt, jo. Ja. Und dann kam, du wohntest doch gar nicht in Hamburg, es war eine schöne Zeit, dann bist du extra aus deiner Heimatstadt Hannover dahin gekommen und wir haben seitdem sehr viel Musik zusammen gemacht. Und ich hatte schon eine Band in Hamburg, bevor ich überhaupt Hamburger wurde. Ja. Das war eine schöne Sache. Und zwar also es war bei euch quasi fast Liebe auf das erste Bier. Ja, so kann Liebe man das sagen. Das erste Bier. Ja, so kann man das sagen. Schön. Das ist super. Ihr habt ja in wenigen Tagen ein neues Album am Start mit dem treffenden Titel Macht doch, was ihr wollt. Genau. Aus welcher Laune raus ist der entstanden, der Titel? Dieser Titel ist entstanden. War das so ein bisschen Kapitulation? Nee. Man kann es auch sehr, sehr gut als einen Satz, also nicht nur ein Titel, also Bandtitel und Albumtitel, sondern liest es mal als Satz. Das Pack macht doch, was ihr wollt. Sensationell, weil viele Leute, die auf Konzerte gehen, zum Beispiel ich, möchte auch eigentlich so sein wie derjenige, der da auf der Bühne steht. Und so. Also wenn ich auf ein Konzert gehe und Fan bin von Leuten, ich bin ja hin und wieder auch selber Fan, ganz toll, dann wünscht man sich ja so ganz tief drin, dass man eigentlich so, oh geil, und der hat bestimmt also super viele auch so nette Leute, interessante Gesprächspartner, vielleicht Damen. Es kommt immer darauf an, wie man sexuell gereift ist, aber ich stehe zum Beispiel auf Frauen. Seid ihr sexuell gereift? Ich sag ja, ich stehe zum Beispiel auf Frauen. Ich weiß nicht genau, wie weit du schon gekommen bist dabei, aber bei mir ist es zumindest so. Auf jeden Fall, das Pack macht doch, was ich will. Also sagt auch, erstens sollen natürlich die Leute alle machen, was sie eigentlich möchten, ohne dabei anderen zu schaden. Ja, wir sind ja auch bibeltreue hier, wie heißen die, Christen oder was? Ja. Richtig? So sind wir auch. Bitte? Ja. Man kennt es halt im Tuch. Und uns ist wichtig, dass die Leute wieder da hinkommen, dass sie nicht so viel immer sich auflegen lassen und auch nicht so viel Angst haben, Sachen machen zu können, die sie selber wollen. Auch so berufswahlmäßig und so. Aber Berufswahl, gab es jemals eine andere Option, als Musiker zu werden? Nein, aber was war dein Traum als Teenager? Was wolltest du werden?
Ich wollte Musiker werden, tatsächlich. Also das, ja, tatsächlich. Also dann so mit in meinem Alter jetzt. Also wir wollen ja alle nicht sagen, wie alt wir alle sind. Du nicht, ich auch nicht. Aber so im gehobenen, jungen Alter. Ja, dann irgendwo, sagen wir mal, so im norddeutschen Bereich im Fernsehen zu sein, das ist ein Traum von mir. Und das ist jetzt wahr geworden. Also ich habe natürlich auch studiert, jahrelang, Afrikanistik. Aber ich bin nie... Afrikanistik? Ja, ich bin nie dahingegangen. Das ist fast so innovativ wie ich. Ich habe mal Ethnologie studiert. Ist so, ne? Ich habe mich bei Japanologie angemeldet. Japanologie gibt es wirklich. Mit Zweitfach Turkologie, aber das wurde dann gar nicht angeboten in dem Halbjahr. Und dann gab es natürlich Stress zu Hause wegen dem Kindergeld und so dies und das. Also ich bin nie wirklich zu dieser Uni hingegangen, sondern nur man muss so in diesen Anfangsbereich, das ist da in Hamburg, Anfangsbereich von der Uni, wie heißt das? Foyer. Ja? Man geht nur durch die Tür durch und schmeißt so einen blauen Zettel mit, ich komme auch das nächste halbe Jahr. Das nennt sich Rückmeldung oder so, Weitermeldung. Ja. Das habe ich studiert, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit Musik gemacht. Wie war das bei dir? Hast du vielleicht sogar Musik mal studiert? Das wäre eine witzige Kombination. Ich wollte gerne Kranführer werden. Du hast offiziell das Wort erteilt bekommen im Übrigen. Ja, das ist, ich habe das Mandat. Dankeschön. Also ich wollte Kranführer werden, dann wollte ich Fußballstar werden. Und als ich merkte, dass das nicht funktionieren würde, hast du dir gedacht, du suchst dir was, wie soll ich sagen, was ähnlich finanziell besser gestellt ist aus. Neben Fußballstar gibt es ja dann noch die Option, Musiker zu werden. Nee, dann Rockstar. Rockstar. Ja, und dann hat man auch am Ende mindestens genauso viel Geld in der Tasche. Musiker und Rockstar sind ja zwei verschiedene Berufe, oder nicht? Eigentlich, ja, das sind zwei verschiedene Berufe. Genau, viele Rockstars, definitiv zwei verschiedene Berufe. Viele Rockstars sind ja gar keine Musiker. Erst wollte ich Musiker werden, dann wollte ich Rockstar werden. Du meinst eher Popstars wahrscheinlich. Ja, vielleicht auch das. Ich kann mich manchmal nicht so richtig ausdrücken. Ihr habt uns ja auch ein paar Songs mitgebracht. Sehr, sehr, sehr. Und ja. Sollen wir mal gerne spielen, meinst du? Ja. Ich erkläre kurz was dazu. Ich hole jetzt, dies ist die Akustikgitarre. Normalerweise sind wir eine grässliche Rockband, wie du das schon richtig sagtest. Heute haben wir uns aber runtergekürzt. Ja? Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Kürzen kann ja auch das Leben verlängern. Abitur, kein Abitur, wie auch immer. Studiert, nicht studiert, sensationell. Das ist das Schöne. Und dieses Lied, meine Damen und Herren, heißt Wild Skies. In welche Kamera muss ich gucken? Irgendwo, die immer die rot leuchtet, ist die wo ich besonders gut aussehen muss. Genau, das ist richtig erkannt. Ne? Du hast ja schließlich studiert. Ja, ich suche jetzt immer so ein bisschen. So, okay, du kannst einfach anfangen. Dieses Lied heißt Wild Skies, meine Damen und Herren. Das ist auf der neuen Platte, genauso wie du gesagt hast. Das Pack macht doch, was ihr wollt. Es kommt am 20.01. Das ist ja schon in 4 Tagen. Denn heute ist der 16., fast schon 17. Das kann man auch sehr, sehr gut einblenden. Haben wir extra uns hinter deinen Rücken gelegt. Versteckt. Wild Skies ist die neue Antwort. Früher hieß sie 42, aber das ist sehr lange her. Und wir spielen jetzt eine Akustikversion. Wir sind normalerweise eine sehr, sehr laute Band. Kommt bitte immer auf diese ganze Konzerte. Aber heute haben wir nur eine Akustikgitarre mitgebracht, die interessanterweise wieder flotze gehört. Ist unfassbar geil. Ich find's jetzt schon richtig gut. Warum verstecke ich dein Handy? Wild Skies, im Afterloch von deiner Hündin Mandy. Wild Skies, ey, warum hab ich keine Freundin? Wild Skies, warum hätte ich eigentlich sehr, sehr gerne Freundin? Wild Skies, ey, warum lauf ich gegen Wände? Wild Skies, warum denke ich die Scheiße nicht zu Ende? Wild Skies. Was geil! Richtig gut! Niedersachsen ist ja auch eine Studentenstadt, ja, ne? Ja. Hannover, der ganze Bereich Hannover gehört ja zu Niedersachsen. Warum schmeiße ich die Uni? Was geil's! Und versaufe dafür jeden Tag ein Huni. Wild Skies. Ey, warum jag ich deine Katze? Wild Skies. In die Luft und tanze in der Schmatze. Wild Skies. Ey, warum beklaue ich reiche Leute? Wild Skies. Und teile mit den Armen meine Beute. Wild Skies. Du hast dann mal gesagt, ich soll argumentieren und alles gut durchdacht, meine Mitmenschen erklären. Und das habe ich auch getan und seitdem keinen dicken Hals. Wieso, weshalb, warum? Du weißt geil's. Tragerstelle. Ah,
warum tue ich, was ich tue? Weil's geil ist. Weil's geil ist. Und kote deinen neuen in die Schuhe. Weil's geil ist. Warum bewerf ich Polizisten? Weil's geil ist. Weil's geil ist. Richtig. Mit abgetrennten Köpfen von Faschisten. Weil's geil ist. Hey, warum sprenge ich irgendwie oder ich bastel Bomben? Weil's geil ist. Weil's geil ist. Und sprenge dann am Ende nur den Rahmen. Weil's geil ist. Oh, weil's geil ist. Weil's geil ist. Schöne Stelle. Weil's geil ist. Weil's geil ist. Oh, weil's geil ist. Weil's geil ist. Weil's geil ist, weil's geil ist, oh, weil's geil ist. Jetzt weil's geil ist, 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 weil's so beachten geil. Warte. Yes. Wundervoll. Ganz tolle danke, Schlagzeugsolo im Übrigen. Ja, sehr, sehr gut, oder? Ja. Hat total gerockt. Seid ihr nicht schon ein bisschen zu alt für diese Art der musikalischen Rebellion? Wir sind ja noch total jung. Und für Rebellion kann man nie zu alt sein. Aber für die musikalische Rebellion, ist es musikalische Rebellion? Ist es so? Ja, so, ja, so, so ein auch klitzekleines bisschen. Nein, die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein, sind wir nicht. Denn viele Leute, die jung sind, sind ja längst nicht so alt wie wir. Und die wissen ja gar nicht genau, was Rebellion bedeutet. Über die Logik bedeutet, muss ich jetzt erst mal kurz nachdenken. Ja, ja, genau. Die wissen ja gar nicht genau, was Rebellion bedeutet. Und da müssen solche Leute wie Flotze, der auch schon Mitte 30, Ende 40 ist, locker, und ich auch, müssen da überhaupt, da müssen wir in die Bresche springen, nennt man das. Mhm. Ja? Und wir müssen, wir, das ist unsere kulturelles Missionsgehabe, dass wir das verbreiten. Und deswegen sind wir auch so weit gekommen, dass wir jetzt sogar schon im Fernsehen sind, dass wir für jung und alt rebellierende und Rebellionslieder, rebellierende Rebellionslieder singen. So. Auch nicht jedes Rebellionslied rebelliert, ja. Verstehst du? Begreifst du gar nicht. Nee. Die Sticky. Genau, aber die Antwort ist nein. Wie lange haltet ihr euch gegenseitig eigentlich aus oder einander aus, bevor ihr so ein bisschen, wie soll ich sagen... Frage. Jetzt schon über 6 Jahre. Ja, nee, ich meine so am Stück. Stündlich, bevor ihr so, am Tag. Ja, genau, so bevor ihr so wie ein über altes Ehepaar... Es ist ein wir sind sehr, sehr aufeinander eingetütert, weil wir, wie gesagt, auch in der Band nur zwei sind. Auf Tour sind wir glücklicherweise mehr. Da haben wir Dragan, unseren mazedonischen Kaffeekocher, und der den Bus fährt. Dann haben wir Urs, der den Ton macht. Da haben wir Claudio, der den Ton macht, der sich wiederum mit Urs abwechselt. Und da haben wir natürlich Timme, der unsere ganzen T-Shirts verkauft. Wir haben super viele T-Shirts, auch von unserer eigenen Band. Und dann, der so CDs macht mit diesen. Das. Aber normalerweise, wenn wir in Hamburg sind, die wohnen alle nicht, aber viele wohnen nicht in Hamburg, die sind das. Wenn wir in Hamburg sind, dann sind wir schon so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, aber wie ein sehr, sehr glückliches altes Ehepaar. Denn Ehepaare verlernen hin und wieder, gerade in Westeuropa, sich zu unterhalten und nachzufragen, warum der andere jetzt so aussieht oder warum er aussehen könnte, dass es ihm irgendwas nicht gefällt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und deswegen ist es wichtig, weiterhin nachzufragen. Und die Antworten dürfen nicht irgendwie nur, weil es geil sein in der Beziehung, ich möchte das argumentiert haben. Das hast du wunderbar gesagt. Dankeschön. Und ich glaube, dass bei euch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch mal nicht unterhaltet, gar nicht besteht. Eigentlich nicht. Liebe Zuschauer, wir machen eine kurze Werbepause. Gleich geht's weiter mit Das Pack. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörferden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Hallo liebe Zuschauer, wir sind zurück bei Studio 2 mit Das Pack aus Hannover, Entschuldigung, aus Hannover und Hamburg. Hamburg, genau, einmal Hannover, genau. Aber jetzt beide in Hamburg wohnend. Richtig. Ja, wir hatten ja vorher schon ein bisschen in euer neues Album reingehört, ja. Und ich habe festgestellt, dass ihr auch sehr innovativ seid, was, ich sag mal, die Fanbearbeitung anbelangt. Und zwar veröffentlicht ihr immer so kleine, kurze Videos, häppchenweise. Ja. Und ich habe ein bisschen reingehört, es gibt ja auch so Titel wie Ich bin clean. Da sagtest du darüber, das sei ein Synonym für das Absetzen von Kohlrabi bzw. fein raus sein. Hattet ihr irgendwie eine Ex-Freundin, die, oder hast du eine Freundin, die dich zur Kohlrabi-Diät gezwungen hat? Oder nee, ich habe eine Ex-Freundin, das ist Bezug auf Betonung heißt das Wort. Betonung auf Ex.
die jahrelang auf Kohlrabi war. Und das war nicht so schön, weil sie auch irgendwie unausgegoren war und schmeckte total roh und so. Das war irgendwie mittelmäßig. Und dann hab ich sie gekocht. Und dann wurde es wieder. Die Freundin oder den Kohlrabi? Den Kohlrabi von ihr. Und sie sah, irgendwann sah sie auch aus wie Kohlrabi. Und da habe ich dieses Lied geschrieben, das heißt, ich bin clean. Das heißt eigentlich, ich bin klinisch frei von Kohlrabi. Und das erklären wir auf unserer Internetseite www.packrock. Wie Punkrock, nur mit Pack vorne, super witzig. www.packrock.de. Da kann man momentan jeden Tag, heute haben wir ja den 16. oder 17., ich weiß nicht ganz genau, da kann man jeden Tag gucken, weil wir jeden Tag ein neues Video raufladen und jeweils ein Lied erklären, genauso wie du das jetzt gesagt hast. Und da erklären wir solche Sachen, wie ich jetzt gerade erkläre. Warum haben wir diese Lieder gemacht? Warum seid ihr eigentlich so hinreißend? Warum seid ihr so? Warum sind wir so hinreißend von euch, von eurer Hingerissenheit? Ist ja unfassbar geil. Ja. Und, auf jeden Fall hast du keine starke Affinität zu Kohlrabi. Das kann ich verstehen. Ich bekomme alleine beim Aussprechen des Wortes Kohlrabi, Kohl als ganz, Blähungen. Ja. Unbedingt Blähungen. Auch gerade diese, das ist ja auch sehr politisch, dieses Wort. Und das hat diverse Altlasten. Natürlich trägt das irgendwie mit sich. Mhm. Genau. Was ist dein größtes Trauma im Leben? Traum oder Trauma? Trauma. Das ist was nicht so Gutes, ne? Ja, nee. Das könnte etwas sein, was dich motiviert hat, Songs zu schreiben zum Beispiel. Ah ja, okay, alles klar. Dass die Leute mich nicht richtig verstehen. Ich bin sehr schüchtern normalerweise. Den Eindruck haben wir auch. Ja, ist wirklich wahr. Mhm. Und deswegen bin ich, glaube ich, auf die Bühne gegangen und dann bin ich gar nicht mehr so schüchtern. Wenn ich aber von der Bühne runtergehe oder von diesem unfassbaren Studio mit diesen ganzen Farben hier und diesen ganzen Sachen, wenn ich dann wieder nach Hause gehe, sitze ich ganz alleine da, ohne meine Kohl-Freundin, diese ganze Sache, ich habe sie ja gekocht, sitze ich ganz alleine da und überlege dies und das. Und ich glaube, die Einsamkeit ist so ein gewisses Trauma. Flotze, musst du manchmal das Händchen halten? Ja. Ich möchte auch das gerne tun. Aber ich lasse es ihn nicht halten. Das ist ja auch schon wieder das Problem. Was? 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 Ja, ich weiß, ja. Aber wir verstehen uns. Was? Juhu. Was war denn der grässlichste Nebenjob, den ihr jemals machen musstet? Oh. Ich habe Zivi gemacht, fast ein ganzes Jahr lang. Das kennen viele Leute gar nicht mehr. Zivildienst heißt das. Das ist so eine Art soziales Jahr, wo man noch Geld kriegt. Heutzutage kann man ja soziales Jahr machen und kriegt überhaupt kein Geld mehr. Heute darf man ja nicht mehr zur Bundeswehr sogar nicht mehr gehen. Würdest du? Hättest du Bock? Ich hätte total Bock, da hinzugehen und es von innen zu infiltrieren und dann überall so kleine Kothäufchen von so Kaninchen zu verteilen. Und das als kleine Kittekatz oder wie diese Lakritz-Dinger heißen, wo Heidi Klum für Werbung macht, das den Soldaten dann so erklären, dass alle Soldaten Kakak essen jeden Tag. Das wäre mir ganz wichtig. Nee, der schlimmste Nebenjob. Ich weiß gar nicht. Ich habe mal Straßenbau gemacht. Straßenbau? Für so 6 Wochen oder sowas. Das war tatsächlich sehr stressig. Was hast du da gemacht? Selber irgendwie mit der Planierraupe rumgefahren? Drainagen gebuddelt und also fürchterliche Dinge, wo man aber sehr viel schwitzt und es mittelmäßig findet. Aber Drainagen gibt es auch im Krankenhaus, Körper, oder? Ja, das wäre so noch ekelhafter vielleicht. Drainage hatte ich mal. Das doch wurde Pipi von der Seite. Ich sage extra diese ganzen Wörter nicht, haben wir besprochen. Genau, machst du sehr gut. Ich bin sehr stolz. Oder? Genau. Na gut, Drainagen hast du gebaut, ja, für Straßen. Das war fürchterlich, für Carports und alle solche Sachen. Okay. Das war nicht so 6 Wochen hast du das ausgehalten? 6 Wochen habe ich es ausgehalten. Und dann war ich auch sehr froh, als ich wieder andere Sachen machen durfte. In der Stunde richtig gut bezahlt. Ja, du musst es einfach abbuchen oder verbuchen. Genau, Klassiker. Ne? Ich war jung und brauchte das Geld. Ich war jung und brauchte das Geld. Jetzt bist du älter und bist Musiker und hoffentlich bald reich und berühmt, damit man dich dann irgendwie unter die Haube bringt. Deswegen sind wir ja hier. Damit wir endlich reich und berühmt werden und diese ganzen Drainagen nicht mehr legen. Ja. Ihr habt noch einen zweiten Song mitgebracht. Ja, der ist sehr, sehr gut, meine Damen und Herren. Die hat Flotze den Text geschrieben. Deswegen hat er sich nämlich in der Werbung auch mal kurz umgesetzt, damit er Zugriff zur Gitarre und zum Mikrofon hat. Sieht aus. Denn damit er den Song Pack umsetzen kann. Ist natürlich so ist auch eine sehr sensible Band. Das ist völlig klar. Hm. Ich leg schon mal das Taschentuch bereit. Psst, Mensch! Solltest du. Ich warte nur auf dich und dass du wiederkommst. Ich warte hier alleine
die Steine nur auf dich und dass du wiederkommst. Solange steh ich hier, mach ein trauriges Gesicht, damit du auch gleich merkst, ich freue mich, wenn du wiederkommst. Stell ich mir vor, dass du mich vergisst, dass du vor mir stehst und du siehst mich nicht und du nie wiederkommst. Ich warte, ich warte. Ich warte nur auf dich und dass du wiederkommst. Schön. Sehr schön. Wenn ich ein Feuerzeug gehabt hätte, hätte ich damit gespielt. Hättest du geworfen. Auf wen wartest du denn? Ja, man wartet ja manchmal so auf so nette Personen, die man gerne mag oder auf schöne Momente oder Mama. Solche Dinge. Hm. So. Wer schreibt bei euch die Songs? Macht ihr das gemeinsam oder gibt es da so ein Mastermind und der andere fügt sich? Ich sag mal ja. Ja zu allem. Ja, ich glaube, zu es allem. Gibt jegliche Konstellationen auf der Platte. Genau. Also, wie seid ihr denn zum Beispiel auf Pferdeapfel gekommen, in Gottes Namen? Es gibt ja gar nicht so viele Kutschen in Hamburg. Das ist ein Lied, was Pensen eigentlich sich ausgedacht hat. Ja, aber das doch auch, ich habe doch auch an dich gedacht dabei. Ohne dich kann doch sowas gar nicht entstehen, wenn ich von Kakak singe. Ja. Nee, Pferdeapfel, das ist zum Beispiel... Ist auch auf der neuen Platte, ne? Ja, das ist gleich das erste Lied auf der neuen Platte. Hm. Pferdeapfel, njam, 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 Pferdeapfel, kann ich noch einen haben? Pferdeapfel fällt nicht vom Stamm, auch eine sehr, sehr gute Zeile. Das handelt eigentlich von der Freiheit für die Tiere, Freiheit für den Mensch. Die Geschmäcker sind verschieden, auch wenn du nicht alle kennst. Also es ist sehr, sehr intelligent. Aber dieses Lied ist zum Beispiel entstanden natürlich so ein bisschen in so einer netten Runde. Ja? Hm. Wenn alle kichern und dies und das, mache ich ja bist gerne. Bist du Vegetarier? Ne? Ich wäre gerne. Ja? Und dann haben wir, weil wir beide auch fleischsüchtig sind, haben wir überlegt, wie machen das diese Frutarieristen, die nur von lebenden Sachen, die runterfallen, also von lebenden Pflanzen, wie heißt das? Baum, Tier, solche Sachen. Alles, was die Natur sozusagen freiwillig hergibt, wenn irgendwas runterfällt, dann wird es erst gegessen. Was wir grundsätzlich für nicht so schlecht halten, wollen aber trotzdem Sachen von Tieren essen, wollen sie aber nicht tot machen. Und deswegen blieb eigentlich nur die fruchtige Variante, dass man irgendwie vom Pferdeapfel dann irgendwie sowas macht. Das habe ich mir da ausgedacht, aber zum Beispiel das Lied von eben, das ich warte, das ist von Flotze. Aber ja. So ein Lied schreibst du eigentlich auch alleine. So, weißt du, weil es geil ist, habe ich jetzt zufällig geschrieben. Aber, wir schreiben auch Sachen zusammen. Also wir haben ja auch schon eine erste Platte, da gibt es ein Lied, was heißt Heavy Metal Kind zum Beispiel. Da stehen wir dann im Proberaum, lachen uns kaputt. Am liebsten kommt noch Dragan dazu, macht sich selber einen Kaffee und sitzt irgendwo rum. Keiner bemerkt ihn, aber trotzdem sind wir sehr, sehr inspiriert von dieser mazedonischen, südländischen Ader. So, das ist wirklich tierisch, oder? Ist das, kann man so sagen? Das Pack übrigens, der Name. Ja. Ja. Wie seid ihr zu dem eigentlich gekommen? Ja. Weil das ist ja nicht unbedingt positiv besetzt. Na ne? Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt ja auch so zu Schulzeiten immer so die coolen Typen, die so ein bisschen böse wirken, wenn man noch jünger ist als die. Hm. Ja, ich sag ja, ihr habt ja irgendwie ein Trauma, dazu, ein Coolsein-Trauma. Ein Coolsein-Trauma. Ja. Coolsein-Trauma. Ja. Könnt einen Song draus machen. Ja, ich bin eher so ein Coolsein-Träumer. Aber erzähl du mal weiter. Also auf jeden Fall ist für mich das Pack nicht negativ belegt. Es ist eher so eine wilde Bande, ja,
die coolen Typen von nebenan sind, zu denen man gerne gehören möchte. Wir hätten uns auch die Rabauken nennen können, ja. Aber das Pack war kürzer und manchmal muss man ja... klingt ein bisschen nordischer außerdem. Klingt ein bisschen nordischer und man kann es auch, wenn man irgendwie den Absatz zwischen den Wörtern ein bisschen anders setzt, also das S zu dem P, dann hast du auf einmal das Spack und das ist ja schon wieder fast so Rap-mäßig. Ja. Ja? Und da wir überhaupt nichts mit Rap zu tun haben, sagt es auch keiner, kommt überhaupt keiner drauf. Aber das Pack ist auch sehr, sehr viel. Wundert, ne? Weil das hatte ich dir vorher auch gesagt in der Pause, ja, dass du ja, man wundert auch ganz sich, gut Hip-Hopper werden können. Ja, bin ich auch innerlich. So, wir hören beide auch gerne sehr viel Rap-Musik, ja. Aber wir machen es nicht. Hamburger Rap-Musik von vor 10 Jahren, aber wir machen es nicht, weil wir andere Sachen besser können. Es ist aber auch so, dass Pferdeapfel zum Beispiel ist am Ende auch ein progressives Rap-Lied. Ja, so, total. Haben ne? wir immer wieder gehabt. Rap heißt ja eigentlich auch nur... Ich kann nicht richtig Melodie. Mhm. Oder? Und nicht. Ist doch Sprechgesang. Oder man kann auch sagen, ich bin besser Rhythmus. Oder so rum. Ja, obwohl Rhythmus sind wir auch sehr, sehr gut. Also aber normalerweise so steht er ja auch in einer etwas lauteren Besetzung auf der Bühne. Ja, wir sind ja, nämlich quasi fast durch mit der Sendung. Ja, bevor du deinen nächsten Monolog hältst, muss ich kurz die Chance ergreifen. Gerne. Und den Zuschauern mitteilen, wo sie euch denn überall bitte sehen sehr, können. Das wäre auch sehr wichtig. Und zwar am 19.01., also in 3 Tagen in Osnabrück, Kleine Freiheit, am 24.01. in Oldenburg, im Polyester heißt der Schuppen, der Laden, und am 25.01. in Hildesheim und am 9.2. in Göttingen werden sie uns beehren. Und natürlich erscheint in 4 Tagen das neue Album Macht doch, was ihr wollt. Sehr liebe Zuschauer, das war das Pack aus Hamburg City, halb Hannover. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Vielen Dank.